So Leute, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge der Minecraft-Fakten und ja, dies hier nehme ich jetzt an die letzte Folge gleich im Anschluss auf. Und das heißt, wir sind immer noch oder weiterhin auf der 1.12, außer ein Fakt heute, der ist glaube ich nicht für die 1.12, der ging nur vorher. Muss ich da nochmal schauen, in welcher Version ich den dran nehme. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne wieder weitere Fakten per PN auf YouTube zuschicken. Und die kommen dann auch später dran. Und ja, dann würde ich sagen, geht's los mit dem ersten Fakt. Und der kommt von MCGamer777. Und er schreibt, wenn man jetzt irgendwie hier zum Beispiel ein Item in die Kiste tut, kann man damit eine Chestception machen. Und zwar mit STRG und mittlerem Mausrad kann man hier einfach sich die Kiste mit NBT-Daten holen, die hereintun. Dann kann man hier sich die von wieder nehmen. Hat hier die Kiste drin, ne? So, dann muss man jetzt wieder das in eine normale Truhe tun. Und so dann eben immer weiter, dass man eben quasi so eine Chestception hat. Ich kann das auch mal zeigen hier. Ne, warte mal, das ist jetzt die. Ich nehme mal hier die normale Kiste. Und dann tue ich die mal hier oben rein. Dann können wir die wieder mit STRG und so nehmen. Setzen die ja her. Ne, warte mal, dann nehme ich eine neue Kiste. So muss ich das machen. Dann kommt die wieder da rein. Und ja, wenn ich dann jetzt mal die Kiste hier nehme, hier rüber gehe und dann kann ich jetzt ein Chest Opening machen, dann nehmen wir die hier raus. Dann haben wir hier wieder einen in der Ecke oben drin, ne? Muss man sich halt ein bisschen konzentrieren, das ist jetzt beim Reden ein bisschen schwierig. So, dann hier haben wir welche in der Mitte drin gehabt jetzt zweimal und dann ist dann wieder die Schiene drin. Also es ist wirklich so ein gutes System, wo man so Items wirklich groß verschachteln kann. Ich lasse die jetzt halt einfach mal so stehen. Und ja, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Und es geht weiter zum nächsten Fakt. So, und der nächste Fakt funktioniert doch in der 1.12. Ich habe es jetzt nochmal getestet. Und zwar geht es darum, dass wenn man ein Schwein in einen Minecart setzt und dann einen Block runterfallen lässt, dann ja, wird es Schaden kriegen, wie wir hier sehen. Das darf aber nicht so verbunden sein. Also es darf nicht hier irgendwie so eine Sache sein. Das ist nicht gemeint hier mit dieser schrägen Schiene, dann passiert das nicht, sondern das passiert wirklich nur, wenn das so ist hier. Und ich denke mal, ja, es liegt auf jeden Fall daran, dass es durch die Blöcke irgendwie glitscht und dadurch in der Wall suffocated, ne? Das ist so der Grund dahinter. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, von wem die Sache kam, aber ich sag's dann gleich beim nächsten Fakt. Und ja, dann springen wir erstmal. So Leute, der letzte Fakt war von Minecraft Cracked Creeper und dieser ist von Streetmaster und er schreibt, dass Eisengolems Zombie Pigments angreifen. Also eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Ja, ich finde den Fakt jetzt eigentlich auch nicht so schwer oder besonders. Ich kannte den ja auch schon. Und ja, dann gucken wir mal. Moment. Kann ich gut ein Thumbnail machen hiervon? Oh, und die gewinnen sogar. Ja komm, lassen wir nochmal einen zweiten gegen den antreten. Oder gegen die. Und ja, oh ja, genau, so machen wir das bestimmt. So, ja, und die werden dann eben auch alle aggressiv auf denen. Jetzt passiert irgendwie nichts. Ah ja, doch, das dauert nur manchmal ein bisschen. So, das war doch ein guter Screenshot, genau. Und ja, jetzt hat er auch gewonnen und ich würde sagen, dann weiter zum nächsten Fakt. Der nächste Fakt ist auch von Streetmaster und er schreibt, dass wenn man Trapdoors in die Luft platziert, also hier Holzfalltüren, genau, dass sie dann ja einfach weiterhin benutzbar sind, wenn man jetzt irgendwie die einen Block haftet. Machen wir das mal ganz kurz. Ich nehme jetzt einfach mal die nassen Schwämme, weil ich die zur Hand hatte gerade irgendwie. So, und ja, die kann man auch so oder so rum machen, ne? Und ja, wenn man jetzt hier die Blöcke wegmacht, alle werden die dort hängen bleiben. Und man kann die ganz normal benutzen, man kann die auch mittlerweile ja irgendwie so, genau, so hier platzieren. Das geht also alles seit einer bestimmten Minecraft-Version. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich glaube 1.9 oder so, da haben sie es eingeführt, dass man das hier so machen kann. Finde ich auf jeden Fall eine coole Änderung. Ich glaube, ich hatte das sogar schon die ganze Zeit hier vorne. Nee, da hatte ich das nicht. Naja, auf jeden Fall, ja, funktioniert das jetzt. Ging eben früher nicht, deswegen ist es vielleicht für manche noch relativ neu, weil man das nicht so auf dem Schirm hat. Aber so kann man auf jeden Fall auch viel, viel besser bauen als vorher, wo man immer einen Block daneben brauchte. Finde ich auf jeden Fall gut, so das Feature. Und ja, dann würde ich sagen, geht's auch schon Richtung Ende der Folge und zum letzten Fakt.
So, der letzte Fakt ist von Donald Trump und er schreibt, dass Illusion Illager nur auf Hard einen bestimmten oder einen Blindness-Effekt geben, genau. Und ja, da gehe ich jetzt mal in den Game Mode 0. Wie wir sehen können, ich bin gerade auf einfach und ja, dann lasse ich den mal angreifen so ein bisschen. Ich esse noch meinen Goldapfel und ja, jetzt gibt er zurzeit keinen Blindness-Effekt oder sonst irgendwas. Der schießt mich auch mit dem Bogen ab. Ich wusste gar nicht, dass der einen Bogen benutzen kann. Oh, der ist ja sogar relativ einfach zu besiegen. Hm, komisch. Auf jeden Fall, jetzt schalten wir mal auf schwer. Und ich spawn den nochmal. Und ja, jetzt kommt er hier an. Und ja, genau, jetzt sehen wir ja schon den Blindness-Effekt. Und das macht das Ganze natürlich nochmal wesentlich schwieriger hier, den zu besiegen. Ja, keine Ahnung, wo ist denn der jetzt hin? Ich wusste gar nicht, dass man so viele Absorptionsherzen kriegt von dem Apfel. Lol. Ich dachte, man kriegt da auch nur so 2 oder 4 maximal, aber nicht so viele. Ja, jetzt merkt man ja auch schon die Features von dem, also die eigentlichen, dass er eben so diese Illusion macht, ne? So, aber warte mal. Welcher ist er denn jetzt? Ich glaube in der Mitte, ne? Muss man immer schlagen. Das ist immer ein bisschen tricky hier. Ja, genau. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war der Fakt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Das wäre es jetzt schon gewesen von heute. Und ja, mal sehen, was wir beim nächsten Mal noch alles so für Fakten haben. Schreibt mir wieder gerne Sachen und dann nehme ich die mit dran. Und ja, dann wäre es das jetzt auch schon gewesen von der zweiten Folge in der 1.12. Ist auf jeden Fall ganz cool hier gerade. Und ja, dann bis später. Tschüss.